So, jetzt habe ich natürlich vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, damit ich das zurechtschnippeln kann. Für YouTube und da auch nochmal herzlich willkommen. Wir befinden uns in der Haupteinsatz von dem Campus, ist das auch noch. Das war jetzt nicht so clever. Geh mal runter da. In Deckung. Da ist ein Geschütz. Ne, ist kein Geschütz. So. Ich mach dich fertig. Nee, bitte nicht. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit achten. So, kann ich vorrücken. So. Da ist keiner mehr. Weiter geht's. Sehr gut, Roni. Gut gemacht. Aktives Terminal erkannt. Schließen Sie Isaac ans Terminal an und besorgen Sie uns Daten. Okay, wo ist das Terminal? Da nicht. Hier könnte ich nochmal Munition auffüllen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Jetzt klappt's. Sehr gut. Manchmal hapert es an diesen Kisten, ja? Ne, wir müssen die Treppe hoch. So. Da sind die Feinde. Huch, geh mal in Deckung. Okay, den Hammer. Okay, wir sind da. Download starten. Verbindung hergestellt. ECD-Datenstrom aktiviert. Mal sehen, was wir hier haben. Auf der Nordseite ist unweit Ihrer Position ein aktives Labor. Das sollten Sie als erstes stilllegen. Okay. Aber hier ist noch ein Datenträger. Da ist er. Nehmen wir mit. Und auf den verdammten Boden sofort! Warum macht ihr das? Du auch, auf den Boden! Ihr werdet der Mittäterschaft beschuldigt, dass ihr tatenlos zugesehen habt, wie eure Nachbarn, unschuldige Menschen, zusammengetrieben, gewaltsam inhaftiert, ausgehungert und dem Tod überlassen wurden. Wir haben nichts getan! Genau das ist der Punkt. Durch eure Verbrechen. Es scheint so, dass das Labor sich am besten mit dem Dekontaminierungsprotokoll stilllegen lässt. Okay. Das heißt doch auch nur, alles wird sterilisiert, oder nicht? Isaac findet kein Gas für die Dekontaminierung. Sie müssen die Zufuhr deaktiviert haben. Nehmen Sie die Hauptleitung im Keller. Das sollte es wieder zum Laufen bringen. Aufschießen, gell? Da ist noch eine Köfferle. Ist das da drin? Granaten oder Heilung? Granaten. Okay, hab ich nicht voll. So. Öffnen Sie die Brennstoffleitung. Dann sollte das Gas zur Dekontaminierung ausreichen. Links oder rechts raus? Ah, ich geh mal hier. Links. Ja. Wo sind die anderen? Halt, 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 halt. Alter Finne, alter Finne. Warte, 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 warte. Nicht so. Nein. Oh. Nein, 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 nein. Oh, warte, warte, warte. Ich hänge, ich hänge, hänge. Oh.
Da ist noch einer. Nachladen. Ach, da hinten. Ah, zu schlecht. Wer kommt zuerst hoch? Er hier. Okay, nachladen. Oh. Geh mal runter. Dann gehst du hier drüben wieder rauf. Na, ich häng momentan. Was ist denn da los? So. Müssen wir hoch. So. Das Dekontaminierungsprotokoll kann vom Labor über Ihnen initiiert werden. Wenn Sie nach dem Auslösen dort bleiben, sollten Sie sicher sein. Oberster Stock, Sie können das nicht verfehlen. Es ist mitten im Labor. Okay. Jetzt hoffe ich, dass ich hier das Seil nutzen kann. Ja, hier kann man es. Nicht so wie auf der Baustelle, dass man das nicht nutzen kann. So, nochmal Munition nachfüllen. So. Ach, guck an. Virenproben erkannt. Ja, da kommt gleich noch mal ein paar. Du bist tot. Fuck. Mit der Flüssigkeit geblendet, cool. Du bist tot. Da müssen wir rein. Da ist unten die Tür, oder? Ja, da ist die Tür. Und rein da. Da ist nochmal Munition. Ein Reparaturkit. Sehr gut. Das könnte man wohl saugen. Ja, krass. Sehr stark. Bereich sichern. Huch. Die Biene sind um her. Sie sollten auf der anderen Seite der Baustelle des Westflügels Zugang zur Leichenhalle haben. Wurden die Leichen nicht richtig entsorgt, könnte es wieder zu einem Ausbruch kommen. Ja, da bin ich aber gespannt. Bis jetzt ist die Mission sehr, sehr geil. Wie so Windfinger, ne? Oh. Verteilt euch und sucht sie. Sie können überall sein. Hey. Von hinten, Alter.
drüben. Agent fordert Verstärkung an. Na komm. Ich gehe davon aus, dass die Outcasts das Blut eines asymptomatischen Trägers benutzen. Von jemandem, der infiziert ist, aber keine Symptome zeigt. Das hieße, sie verwenden das grüne Gift als Waffe. Vernichten sie alles, was kontaminiert sein könnte. Alter Finne. Das ist schon derb. So. Na, schieß weiter. Madeline ist die Anführerin der Outcasts. Wenn sie eine asymptomatische Trägerin ist, sind sie auf ewig mit dem Virus versorgt. Agent, auf dem Rückweg kommen Sie an der Forschungsbibliothek des DCD vorbei. Ach so, eine Bitte, wenn Sie schon mal drin sind. Besorgen Sie alles zum Thema Breitspektrum-Virostatika. Warum auch nicht? So. Da. Das ist ein Sunny, ne? Nee. Das Datenanalyselabor des DCD ist dort vorne. Schauen Sie sich nach Daten für Kelso um. Wir haben Brandmunition dabei. Jetzt hat. Den Raum nehmen wir natürlich mit. Oh, M60. Transfer initialisiert.
Oh oh. Alter. War's das schon? Daten synchronisieren. Zwei Sekunden. Dann haben wir's. Datentransfer abgeschlossen. Dann hol ich mir noch das Zeug da vorne. Da können wir auch schon gehen. Sie können jetzt da raus. Das Labor und die Proben sind vernichtet und es gibt nicht mehr viel, was die Outcasts von dort aus anrichten könnten. Danke, dass Sie mir die Daten gebracht haben. Gegner im Anmarsch. Verschwinden Sie durch den Hof, um nicht in die Zange genommen zu werden. Elektronisches Gerät erkannt. Das haben wir doch eingesammelt, oder? Ja, Hammer. Da ist nochmal ein bisschen Munition. Leider voll. Mit ein bisschen Heilung, aber hier ist auch nochmal Munition. Ja gut. Da sind sie. Seien Sie vorsichtig. Ja, Wahnsinn. Das Blade. Die hat so einen fahrbaren Panzer. Scharfschützengewehr mal her. Ich bin so schlecht. Alter, wie schnell. Waffenwechsel. Huh. Alter, das war knapp. Eieieiei. So, okay, der ist down. Oh Mann. Ganz ruhig. Jawohl. Wir haben die Daten analysiert und Kelso wird ziemlich begeistert sein, auch wenn es die Zeit kosten wird, sie zu verarbeiten. Das Labor ist zerstört und die Outcasts können die Siedlung hoffentlich nicht mehr mit ihren Leuten infizieren. Noch ein Ausbruch ist das Letzte, was wir brauchen. Danke, Agent. Ich weiß es sehr zu schätzen. Agent, ihr scheint, Sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Voll gut. Wir haben Bilder von Emmeline, der Anführerin der Outcasts. Das müssen Sie sich ansehen. Mit Y abspielen. Wie ist Ihr Name?
Ihr Name? Jason. Ihr ganzer Name? Hausner, Jason. Hausner. Ja. Der Architekt unserer Qualen. Ich habe nur die Anlage entworfen. Die Quarantäne war nicht meine Idee. Ich war immer dagegen. Und doch haben Sie nichts dagegen getan. Sie haben mitgeholfen. Nicht freiwillig. Nur Befehle befolgt. Ist das Ihre Entschuldigung? Jeder kommt an die Reihe. Ach, jetzt darf jeder mal. Okay. Krass. Wahnsinn. Das ist ja... Das ist sehr brutal. Hier soll anscheinend noch eine Kiste sein. Wo haben wir sie? Ist die im Gebäude? Nee, kann ja gar nicht sein, oder? Na, ist ja wurscht. Nee, wunderbar. Voll gut. So, gehen wir mal hier. Geh in Deckung. Alter, warum geht denn der nicht in Deckung? Ich bin schon wieder hängen geblieben. Scheiße. Ach, komm. Ich würde gerne ins Weiße Haus zurückkehren. Neustart. Katastrophe. So, da sind wir wieder. Im Weißen Haus. Sehr gut. Campus 2 von 4. Mitarbeiter 6 von 8. Zeig mir die Projekte. Campus, okay. Keramikspenden. Ist alles am Campus, dann fliegen wir doch da mal zurück und spenden das ganze Zeug. Und hier diese eine. Bei Geiselrettung helfen, das würde ich ja gerne. Aber... Ich finde es nicht. Dann lass uns doch mal geschwind darüber düsen. Schau mal hier, da ist der Schlüssel, Wasser, Komponente, noch ein Schlüssel. Jetzt ist da eine Unbekannte. Da, wir reisen jetzt mal schnell zu dieser Hauptmission oder zu diesem Haupteinsatz und dann runter die Straße. Hier an dem Eck war das ja ungefähr. Noch ein Stück runter. Da möchte ich hin. Markier mir das mal bitte. So. Nicht, dass das Spiel mich nochmal trollen will. Wie beim letzten Mal.
Ach. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Dir den Hintern frei. Ich nehme dein ganzes Zeug mit. Von dir treff ich nie. Was willst denn du jetzt von mir? Geh weg. Oh nein, Reh, geh nicht da hoch. Haut der ab. Genau wie ich. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Boah, ich bin wieder zu leichtsinnig. So, und wo hat er jetzt sein 36 Meter? Da oben. Ah, okay. Da ist auch das elektronische Gerät. Das müsste hier sein. Nee, auch nicht. Da oben drauf. Sehr gut. Ach, die sind schön doof. Herrlich. Ach, einfach wunderbar. Warte mal, hier die Masken. Ja. Zerlegen. So, lass mal sehen. Die ganzen Ausrufezeichen, die machen einen ja ganz wuschig. So. So. Nee, ist immer noch was.
zu viel Material dabei. Es muss verkauft werden oder zerlegt werden. Ja, Wahnsinn. Ist schon ordentlich Mats dabei. Sehr geil. Und hier noch eine Feldeinsatzkiste. Das ist echt, echt der Hammer. So, Hammer, die ist auch. Jetzt können wir die einsammeln. Hammer. So, sind wir wieder bei 90. Was hast du hier drin? Ah, Komponenten, sehr gut. So, hier oben im Eck war mal, gell? Ja. So, wollen wir mal schauen auf der Karte. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt mal zum Campus zurück. Zack. Schauen uns die Projekte an, welche wir jetzt abschließen können. Weil wenn es wieder um Spendensachen geht, da haben wir sie mal eigentlich gut mit Material voll. So, das ist die Dame. Rekrutieren wir gleich einmal. Ach, der Herr. Hi, ich bin Otis. Otis. Ich soll Ihnen helfen, Leute zu finden, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Typen aufzuspüren, die nicht gefunden werden wollen, ist eine Spezialität von mir. Das macht Spaß, glauben Sie mir. Okay. Ganz kurz, nur schnell nachschenken. So, Kopfgeldeinsätze freigeschaltet. Jawohl. Wow, so viele Missionen, so viel drumherum. Das ist echt der Wahnsinn, dass die da so viel reinpacken in das Spiel. Das ist echt der Hammer. Ich denke, beim Koop ist das alles viel schneller durchzuspielen. Das ist schon echt krass. So. Wir wollten zum Projektmanager, der ist geradeaus zu. Aber es verändert sich langsam. Das ist ein schönes Detail, dass man hier immer wieder was Neues sieht. Nachschublieferung erkannt. Guten Tag. So, das müssen wir auch nochmal machen. Knieschone spenden. Elite neutralisieren. So, Hammer gemacht. Wieder ein paar Leuten was spenden und dann eben hier dieses Elite Outcast neutralisieren. 3 Stück. Was hast du hier? Holstertechnisch. Agent braucht Verstärkung. Haben wir auch abgeschlossen. Was haben wir hier? Aktivitäten Wesp. Pontomac Park abschließen. 2 Stück. Okay. Wo ist denn das alles? Ach, das ist hier. Das ist alles so weit weg. Also das ist quasi grenzübergreifend alles jetzt. Hat okay, da brauche ich mich nicht wundern. Dann haben wir hier noch einmal True Sun Nebeneinsatz. Ja, warte. Ganz kurz, Entschuldigung. So, hier bin ich gestorben. Eine Fertigkeit können wir uns angucken. Wir haben 6, okay. Neuer Dienstfriseur ist auch da. Hier ist nochmal noch eine Aktivität. Gibt's ja gar nicht. So, ich würde aber vorschlagen, wir öffnen jetzt mal wieder ein Safe House, weil das hier ist ja ein Bereich, hier müssen wir ja noch übelst viel bearbeiten. Hier ist schon wieder eine öffentliche Hinrichtung. Die mache ich jetzt noch. Na
Nachschublieferung in der Nähe. Lieber die Zivilisten retten. Weil das sind nur 100 Meter. Na klar. Scheiße. Welche in diese Richtung? Wo bist denn du jetzt? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Sie etwas brauchen? Kopfgeld 1 ist hinzugefügt. Ja, warte mal, wie weit ist denn das wieder weg? Schnellreise? Weil so viel Zeit nimmt das gar nicht. Sackgasse. Ziel neutralisieren. Da war auch schon wieder eine unbekannte Aktivität. Ach so, jetzt hat. Alles klar, wahrscheinlich hier über die Plattform nach unten. Jetzt hat. So. Sacrifice, so heißt der. Aber hier waren wir schon.
sind gleich zwei, oder was? Scharfschütze. Hey, warte mal, hab... Was machst denn du da? Der Jeff ist doch gar nicht mehr hier. Das ist doch ein Fehler. Wahnsinn, der Jeff, der müsste doch gar nicht hier sein. Der müsste doch am Campus sein und irgendwelchen Honig machen. Hm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. So. Mission. Haupteinsatz. Hätte ich schon Bock drauf. Wir wollten hier zu diesem... Safehouse auf jeden Fall. Da möchte ich auf jeden Fall hin, weil hier diese ganzen Nebeneinsätze sind hier irgendwie alle miteinander verbunden und verknüpft. Da Campus-Siedlung-Einsatz. Die Schulzans haben das Lincoln Memorial übernommen. Sie halten sich zurück und bedrohen den Campus nicht, aber ich mache mir Sorgen, dass sie Zivilisten rekrutieren oder einen Angriff planen könnten. Wir schicken sie besser zurück nach Hause, bevor sie in direkter Nähe von Zivilisten einen Außenposten etablieren. Da kommen wir auch bald hin. Noch zwei Einsatzstufen. Was hast du da hinten? Achso, das ist hier, die habe ich mehrmals gemacht, diese Propaganda-Geschichten da. Das brauchen wir nicht. Hier wäre auch nochmal Propaganda. Kontrollpunkt. Also, das ist hier schon sehr spektakulär. Ich gehe jetzt erstmal hier zu diesem Einsatz und laufe dann quasi quer rüber zum Safe House. So. Weil es ja momentan ein Hin- und Herreisen ist. Komme ich da hinten auch raus? Ich denke schon, gell? Das war's mit dem Spähen. Da möchte ich hin. Also doch da lang. Auf der anderen Seite hätte ich rauslaufen müssen. Ist schon mal so. Düse mal. Da, da, da. Okay, hier ploppt Material auf. Nehme ich gerne an. Munition, ja. Da vorne. Jetzt. Schild, bitte lass mich los. Feindliche Übertragung erfangen. Zum Teufel ist das!
Zündet ihn an! Was wollt ihr denn ständig anzünden, Jungs? Wo sind jetzt die Propagandamaschinen? Ist die schon hier bei uns in der Nähe? Nee, gell? Komm, wir laufen mal weiter. Ach. Ach, hier. Warte. Gibt's doch nicht. Feindliche Übertragung empfangen. Sich nähernde Feinde erkannt. Da oben. Vorgang angehalten. Manuelle Kontrolle erforderlich. Ich brauche Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Da vorne. Was hattet der mit denn? So, und wieder zurück. Und wieder zurück. Haben es gleich. Haben wir gleich. Oh, Junge. Platsch hat's gemacht. Junge, 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 da ist einer. Feindlicher Nachschubkonvoi in der Nähe. Manuelle Kontrolle erforderlich. Außenkonvoi, okay. Was wird mir jetzt da aufgezeigt? Das sind die ganzen. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Sehr gut. Das ist natürlich cool, wenn man da die ganzen Ressourcen einsammeln kann. Oh, was war das? Warte, was haben wir denn da? Das Gewehr dabei.
Ah, das war die. Okay. Sound-Scharfschützengewehr. Aber ich bleibe bei unseren aktuellen. Weil die ist einfach top. So, und jetzt Richtung Safe House. Da haben wir noch ein tragbares Gerät. So. Da. Ah, okay. Das Archiv. Haben wir gefunden. Perfekt. So. Das wäre was für ein Archivar. Zack. Ein Bevölkerungsregister nach dem Ausbruch. Zivilisten, Vermisste, Knackis. Sieht aus, als hätten sich die anderen Agents gut beschäftigt. Verbündete Kämpfer entdeckt. Ja, wir sind ja auch im Safe House. Ein Haufe Leute sind hier. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Sie ist mit Programm durch den Psychotest gerasselt. Hab noch nie jemanden so niedrig eingestuft. Stellen Sie sich vor, wie schlimm es kommen müsste, damit Directive 51 in Kraft tritt. Jede andere Option müsste fehlschlagen. Jede einzelne. Wäre Kelso da nicht genau die Person, die Sie an Ihrer Seite haben wollen? Sie ist pathologisch aufsässig. Das ist übertrieben. Sie ist nur gegenüber Leuten aufsässig, die sie nicht respektiert. Hören Sie sich überhaupt zu? Naja, genau darum geht es doch, oder Tom? Man ruft nicht die Division, wenn man eine solide Befehlsstruktur hat. Und wenn die nicht funktioniert, ist jemand, der blind unsinnige Befehle ausführt, genau das, was man nicht gebrauchen kann. Ich habe sie schon aufgenommen. Hoffentlich bereue ich es nicht. Werden Sie nicht. Hoffen wir, dass es nie so weit kommt. Dieses Gebiet abzusichern wird nicht leicht, aber Sie schaffen das. Machen Sie sie fertig. Sehr schön. Damals das Safe House. Wunderbar. Sehr schön. Haben wir, ja, einige Punkte zum Ablaufen. Und einige Aktivitäten, die wir noch entdecken müssen. Aber ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt hier Feierabend. Sehr gut. Ja, aber ich kriege nämlich langsam Hunger. Ja, und muss noch ein bisschen Abendessen vorbereiten und dann schaue ich mal, was ich heute noch mache. Ja, aber wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Ich hätte noch richtig Bock auf Sons of the Forest Stream durchzuführen. Ja, heute Abend, aber nee. Nächstes Wochenende erst. Ich muss auch mal ein bisschen was anderes machen. Alles klar. Ne, dann machen wir hier erstmal Feierabend. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder mit dabei seid in einem Stream oder auf YouTube in den Let's Plays. Würde mich freuen. Ciao, macht's das gut zusammen.